Hallo und willkommen zurück zu Factorio Panodon. Heute beenden wir das, was wir in der letzten Folge angefangen haben, nämlich die Tierreststoffverwertung sozusagen. Und danach gucken wir mal, warum die Forschung nicht weitergeht, wie die Basis so kriselt. Sie hat derzeit einen Stromverbrauch auch jetzt wieder von 240. Sie war zwischendurch auch mal auf 150 runter, während ich hier den Bahnhof gebaut habe. Aber hat sich wohl wieder gefangen. Oder es kann auch mal an Zügen liegen, dass gerade irgendwo ein Zug langwierig beladen wird. Wenn der dann mit seiner Fracht irgendwo ankommt, dann geht auf einmal wieder Produktion los und so. Man weiß es nicht, man steckt nicht dran. So, was die Züge betrifft, ich habe mir den Vorspann von Factory hier nochmal angeguckt. Also wenn man im Menü ist, sieht man so nette kleine Filmchen, die einen richtig antörnen, was man alles für tolle Produktionsanlagen bauen kann. Und da sind eben auch die weißen Züge bei. Dann habe ich das Ganze mal kurz gecaptured und mir dann in Ruhe abgezählt, wie lang ist so ein Waggon, so ein weißer. Und der Waggon, der weiße, scheint genauso lang zu sein wie diese, nämlich sechs Felder. Da bin ich mir ziemlich sicher. Was die Lokomotive angeht, die scheint ein Tick länger zu sein, aber diese sieht auch ein bisschen länger aus. Es kann also sein, dass die andere Lokomotive vielleicht bis zu acht Felder lang ist, spielt dann aber keine große Rolle. Daraufhin habe ich mich noch mal einen Tick umentschieden, was diese Bahnhöfe betrifft, und die nicht 14 Felder lang gemacht, sondern nur 12. Das heißt, ein normaler Zug mit zwei Waggons hat hier bequem Platz. Und wenn die Lokomotive noch ein bisschen länger sein sollte, haben wir hier immer noch Platz. Das heißt, auch da könnte ich noch zwei Felder länger ohne Probleme verkraften. Ja. Und natürlich kann man auch sagen, man braucht später mal vielleicht zwei Viererzüge, zwei Lokomotiven und vier Waggons und so weiter, aber nicht in diesem Bahnhof. Dieser Bahnhof ist jetzt schon so ausgelegt, dass wir dann halt ein oder zwei Waggons prima abfertigen können. Von den kleineren Zügen vielleicht sogar auch drei Waggons oder so, aber das macht dann auch wenig Sinn, weil die dann so langsam unterwegs sind, wenn eine Lokomotive drei Waggons ziehen muss und so. Ich denke, 1, 2 ist the way to go, bis wir also entweder dicke Erze transportieren müssen, also viel Material, so, oder ja, wir würden einen Aschezug bauen oder einen Biomassezug oder sowas. Da könnte ich mir dann durchaus vorstellen, da machen dann zwei Viererzüge Sinn. Aber so für das normale Tagesgeschäft machen kann. So, dann habe ich hier mal einen LTN-Bahnhof hingesetzt, habe den genannt Farm, weil wir hier bei unserer Farm sind, bei unserer ersten Farm. Dann N2, weil der hier im Netzwerk Nummer 2 ist. Und dann Tierabfälle. Also Abfälle ist natürlich jetzt despektierlich ausgedrückt, sind natürlich auch Rohstoffe. Wichtig, dass die Tiere für uns gestorben sind, damit wir daraus Strom gewinnen können. So, jetzt war natürlich Ironie. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ich versuche ja extra nichts wegzuschmeißen. So, dann gucken wir mal, wie wir das Ganze hier entladen. Wir haben jetzt natürlich nur hinten nur einen Waggon. Das heißt, ich werde das. Achso, genau, die Breite des Bahnhofs, genau. Das ist jetzt ein 8er Bahnhof, ein 2x8. 8 Wartegleise und 8 Haltestellen. Damit ist der denn ungefähr genauso hoch wie dieser Bahnhof, also bis zu dieser Stelle. Und es passt jedenfalls, also ich glaube, es ist ein Tick kürzer, aber es passt halt zu dem, was wir hier so gebaut haben. Und 8 ist eben auch eine schöne Zahl, so wie 12 und so, alles. So Vielfache von 4. Ja, und 6 Felder Abstand, also beziehungsweise, also, eigentlich falsch ausgedrückt, 6 Mal mit dem Gleis nach Süden gehen, bis man beim nächsten endet. Also insgesamt sind es hier 10 Fließbandteile Abstand zwischen den Gleisen. Also 5 Gleise Abstand. So, dann wollen wir hier ja einfach alles rausschmeißen. Und ich denke, es ist am besten, wenn wir halt von beiden Seiten entladen, ist die Standzeit von dem Zug hier wesentlich kürzer. Und
dann kann ein anderer Zug schon mal wieder herkommen. Das wird ja nicht der Zug, den wir jetzt einsetzen, wird ja nicht der einzige sein, der Abfälle liefert. Später kommen vielleicht noch andere Sachen von anderswo dazu und dann können die hier schnell entladen werden. So. Hier habe ich noch nicht Bescheid gesagt, was er ist. LTN-Kombinator. Du bist Enable Requester. Minimale Zuglänge ist 2, maximale Zuglänge ist 3, maximale Zuganzahl wäre, in diesem Fall würde ich sogar sagen 3. Wenn tatsächlich mal 3 Züge gleichzeitig hier sind, also der eine wird entladen, es sind 2 auf Wartegleisen, damit kann ich durchaus leben. Theoretisch habe ich pro Haltestellengleis ein Wartegleis, aber es gibt ja da so Synergieeffekte, also es ist ja niemals so, dass alle Züge gleichzeitig alles anliefern wollen und dann alle Wartegleise voll sind. Da muss man schon so ein bisschen, wie nennt man das? Also wie bei einer Firma, die halt Parkplätze hat und die eben auch nie davon ausgeht, dass alle Mitarbeiter gleichzeitig alle an einem Tag mal da sind. Da ist halt auch ein bisschen Reserve drin. Oder das Gegenteil von Reserve. Gut. Requester. Mindestmenge für Anforderung. Habe ich gesagt. Machen wir so wie bei dem anderen auch. Wir sagen hier 1800. Er will irgendwie nicht. Und hier 18. Ich könnte auch 2020 sagen oder so, aber ich, ja, weiß ich auch nicht, warum ich das jetzt so mache. Das ist jetzt erster Versuch. Vielleicht stelle ich dann nochmal was um. Anforderungspriorität wäre, wir sind jetzt in dem Netzwerk 2, da dürfte es keine anderen Anbieter geben und keine anderen Requester. Trotzdem stelle ich hier die Anforderung mal ganz niedrig, also natürlich nicht auf minus 2 Milliarden, aber sagen wir mal minus 1000. Wenn es andere Leute gibt, die Waren bekommen sollen, gerne, nimmt sie. Dann werden sie hier nicht verbrannt. Output Signals. Er will haben Knochen. Er will das haben, was am Angebot ist. Wir sagen hier 100 Stacks, komm. Er will haben Fleisch. Eingeweide. Haut. Chitin. Wobei bei Chitin müssen wir gleich nochmal aufpassen. Oh, ne, hier sehen wir schon. Kompost 5. Wir können also Chitin auch kompostieren. Da war ich mir nicht so sicher. Manche Sachen kann man ja kompostieren. Andere müsste man zur Asche verbrennen. Da müssen wir auch eine Lösung für finden, falls wir mal Sachen hier haben, die sich nicht kompostieren lassen. Wie ist das bei Knochen? Das ist auch alles Kompost, Kompost, Kompost. Alles organische Material wahrscheinlich wird hier locker kompostiert werden können. So, dann haben wir noch Schmalz. Und das letzte fehlt mir denn jetzt noch? Ich will eigentlich selber drauf kommen. Brain. Ja. Wenn man es nicht im Kopf hat, dann kommt man nicht drauf.
So. Ich weiß nicht, ob überhaupt schon ein Angebot da ist, aber ich will erst hier alles verkabelt haben, bevor ich das Signalkabel setze. So, das andere mit den Kisten ist egal. Ich glaube, ich könnte jetzt schon mal ein Signalkabel verbinden. Und das ist mir übrigens auch egal, hier mit den 10.000. Ich werde das nicht mit den Kisten verbinden. Der soll immer alles anfordern. Sobald irgendwie was da ist an Abfall, er will es haben. Zack. Nicht verfügbar. Mhm. Ist okay. Das heißt, wir haben noch keinen so extremen Überschuss. Ich habe mir aber überlegt, dass der Überschuss, den ich ausgewählt habe, vielleicht zu groß ist. Wir haben ja 10.000 gesagt. Bei 7 Produkten, wenn jetzt tatsächlich von allen 7 Produkten 10.000 drin wären, wären das ja 700 Stacks, dann habe ich noch 100 Stacks übrig. Dann müssen aber 18 Stacks von einer Sache nochmal über diesen 700 da drin sein, damit auch ein Zug losfährt. Und theoretisch könnte es dann sein, dass, sagen wir mal, von diesen 7 Produkten jeweils 11.000 drin sind oder 11.200 oder sowas. Und dann ist gar nicht mehr genug Platz in dem Lager, damit auch noch, damit ein Ding überhaupt auf die 1800 käme. Das ist jetzt natürlich der Extremfall. Aber ich würde das trotzdem deshalb gerne mal umstellen hier. Nicht, dass ich mich dann in 500 Stunden irgendwie wundere, warum irgendwas nicht funktioniert. Haben wir Chitin? Ja, das haben wir. Wir haben schon einiges über 10.000. Aber das weiß der nicht, weil der noch nicht verbunden ist. Genau, also wir machen erstmal hier minus 90. Minus 90. Minus 90. Minus 90. 90, das wären dann 360 Stacks, oder wir müssen dann ja sagen 10,7 oder 10,8 wäre quasi genau der Grenzwert. Das heißt, 10, also die wegen den 1800 Items, die noch irgendwie da dann fürs Angebot verfügbar sein müssen. Und wenn wir jetzt 108 Stacks mal 7 nehmen, sind wir bei 756. Und das ist unter 800. Und damit kann das alles so funktionieren. So, minus 90. Und was wir übrigens vielleicht auch noch regulieren sollten, wäre, dass wir gar nicht so viel Tierprodukte produzieren, wenn sie nicht nötig sind. Bei den Vrauks haben wir keine Wahl. Die Ameisensäure, die brauchen wir immer. Aber die Cotton Guts könnten wir beschränken. Gut. Dann wäre das hier okay. Dann müssen wir hier noch umstellen.
So. Jetzt könnte ich hier mal verbinden. Kein Zug gefunden. Ja, ich weiß auch warum. Ich weiß auch warum. Wisst ihr auch warum? Weil ich gesagt habe, dass dieses Depot hier für Netzwerk 1 zuständig ist und nicht für Netzwerk 2. Jetzt sage ich, es ist für Netzwerk 1 und für Netzwerk 2 zuständig. Das macht ja nichts. Dieses Depot kann ja ruhig für mehrere Sachen zuständig sein. Oder müssen wir noch mal gucken, warum hier keine Crushed Coal ankommt. So. Und jetzt will der 2000 Fleisch erstmal holen. Kriegt er natürlich nicht. Er kriegt gemischte Tüte, aber das stört ihn auch nicht. Mal gucken, dass er hierher kommt, dass die Greifarme was tun und dann können wir wieder hoch. Was haben wir hier? Was? Ist das immer noch aktuell oder? Ne, der kommt hier an. So, Skin. 254 nimmt er deshalb nicht. Brain. 11.000 müsste er eigentlich einladen hier. Macht er aber nicht. Warum lädt er kein Brain ein? Knochen 6.000 darf er nicht einladen. Irgendwas stimmt hier nicht. Größer gleich 9.000. Ich mache hier den Strommast nochmal mit dran. Um mal sicher zu gehen, was die hier haben. Ja, da kommt jetzt die Minus mit rein. Von dem. Kommt jetzt mein grünes Kabel zur Geltung. Das Minus soll nicht dahin. Also muss ich das Rote nochmal wegnehmen. So, geht doch. Siehst du? Ab und zu braucht man doch mal ein grünes Kabel, wenn man keinen Signalrücklauf haben will. Wenn ich jetzt von zwei Signalquellen zu einem Ziel will, dann lohnt sich auch mal ein grünes Kabel. Der will jetzt größer gleich 2000 haben, ja. Das kann natürlich auch nochmal schwierig werden. Das kann manchmal schwierig werden, wenn... Haben wir eine maximale Anzahl? Nein. Es könnte ja sein, dass weniger als ein Stack übrig ist. Was weiß ich, da sind irgendwie 780 Fleisch übrig und noch 1200 andere Sachen oder so. Aber dann belegen die 80 Fleisch auch einen Slot. Aber er würde dann ja trotzdem nach 300 Sekunden wegfahren, selbst wenn das obere nicht erfüllt ist. Ja. Und stimmt, solange wir keine Stapelgreifarme mehr haben, ist auch die 1800, die ich eingestellt habe, natürlich völliger Blödsinn. Weil das schaffen wir gar nicht mit dem Beladen. Wenn alles gut läuft und der wirklich von allen Sachen auch was haben will, haben wir hier, hier sind es auch drei, das ist eigentlich zu viel, aber wir haben 7 Greifarme, die hier reinlegen. Das heißt, sagen wir mal, rund 8 Items pro Sekunde. Wenn der 300 Sekunden stehen bleibt, dann haben wir 2400 Items. Und nicht, achso, doch 2400, das würde trotz,
würde ja funktionieren. Aber mit den Stacks haut es dann eventuell nicht hin. Warum hat er jetzt gesagt, 2000 will er haben? Das Minimum ist 2800, aber der sagt wahrscheinlich, der hat so viel im Angebot. Dann holt er die 2000 ab. Später wird sich das egalisieren. Dann wird er auch schon, also wenn der ist, nehmen wir an, der hat jetzt keine 2000 über, der hat auch vielleicht nur 1000 über, dann kommt noch kein Zug. Sobald er diese 1800er Schwellenmarke erreicht, dann kommt ein Zug, dann fährt er auch sofort los. Und dann will er auch nur die 1800 haben. Bleibt dann aber trotzdem noch ein Stück länger, bis er den Rest auch voll gemacht hat. Ja. Ich denke, das ist okay, eine kleinere Zahl als 2000 eingetragen zu haben. So. Der will da gleich los. Jetzt können wir schon mal den anderen Bahnhof. Das ist natürlich auch eine Mini-Strecke, was wir hier haben. Da hätte man auch schon wieder sagen können, machen wir doch mit Fließbändern. Kein Zug gefunden. Ich verstehe nicht. Wohin fährt der Zug jetzt? Ich weiß noch nicht. Mal gucken, der fährt jetzt temporär, dann fährt er Farm in zwei Tierabfälle. Das wäre okay. Mal gucken, dass ich nicht auf dem Gleis stehe hier. Ja, ist okay. Da kommt er. Und er entlädt, oder? Ja, ist okay. Also die Warnmeldung. Oh. So, der schmeißt seinen Schmodder hier einfach irgendwo rein. Und das werden wir auch einfach ausladen. Alles zusammen. Aber wir können es nicht zusammen in eine Biomasse-Geschichte schmeißen, meine ich. Weil wir nicht einen allein kompostieren können. Ich muss noch mal eben angucken. Biomasse. Da war es gerade. Ein Brain, ein Knochenmehl. Wenn das alles bei 1 ist, dann ist das super. Ein Chitin. Das sind 500 Sachen, ne? Ich gehe nochmal zurück. Ich sag mal, Guts. Soll zu Biomasse werden. Das ist auch 1. Ich glaube, das ist dann doch 1:1. Also ich würde sagen, im ersten Step schmeiße ich das mal hier rein. Jetzt muss ich mal überlegen. Das war 1:3, teilweise 1:5. Also das schlechteste Mögliche ist, glaube ich, 1:3, also das ungünstigste. Dann würden wir 5 Produkte hier rausschmeißen, damit wir 15 hier bekommen. Also ein Band von unten nach oben reicht auf jeden Fall. Was ist eigentlich mit dem Blut? Brauchen wir dann noch einen zweiten?
würde es sogar sagen. Der Überlauf müsste sein bei 56.000. Den hier auch nochmal. Gut. Das Fließband schadet ja nicht, er kann ja trotzdem beides nehmen. Und das heißt, ich könnte das ohne Sortierung hier einfach draufschmeißen, oder? Das ist ja sonst das Nervigste, das Ganze zu sortieren. 7 Produkte. 7 Splitter, die sagen, ja, nee, da links rüber, da rechts rüber. Ich würde erstmal auch nur ein Band nehmen. Mehr kriegen wir sowieso nicht drauf. Also 12 Greifarme schaffen es gerade so, ein Band zu belegen. Nachbauen. Ah, ne, habe ich noch alles da. Oh, und eine Sache doch. So wie das hier ist, funktioniert es eventuell nicht dauerhaft. Es kann ja sein, dass aus irgendwelchen Gründen die Abfallentsorgung nicht funktioniert. Dann die Kisten hier volllaufen und dann kommen trotzdem weiter Züge und bringen Sachen. Die werden ihren Kram nicht los und der ganze Kram landet im Depot. Und das will ich auf gar keinen Fall. Da muss ich gleich mal gucken, wie ich das machen kann. Schauen, wo der Zug ist. Der wird noch beladen. Ja, okay. Jetzt gucken wir erstmal, ob die Entsorgung funktioniert. Und wir haben ja hier 12 mal 48 sind ganz schön viele. 120, 144. 288, 576, würde ich mal so ungefähr sagen. Stacks. Und ein Zug hat nur 20 Stacks, also er kann oft kommen. Achso, so viel zu der Entsorgung. Wie wäre das mit dem Komposter? Wie wäre es mit Titanplatten und Dingenskirchen? Wie ist das noch?
Ich habe schon wieder vergessen, wie dieses Material heißt. Intermetallix. Zwei Sticks. Titan. Ich habe hier gerade oben drauf geklickt, damit, wenn ich das nächste Mal Komposter suche, er auch auf diesem Reiter schon ist. Und ich dann nicht mehr lange suchen muss. Ja. Also, Kompostplant eingebaut, wollen wir Stahlträger. Das kann ich hier nicht direkt. Da machen wir mal zwei. Ich glaube, ich bleibe erstmal bei zweien. Weil wir nicht so viele Leiterplatten 1 übrig haben. LTN erfahrene Leute dürfen auch gerne in die Kommentare schreiben, ob das schlimm ist, was hier unten steht, ob ich mir damit das kaputt mache oder ob das einfach nur dadurch kommt, weil ich halt zu wenig Züge im Depot habe. So, mal gucken, was fehlt mir noch? Eisenplatten. Und ich könnte auch Dings mitnehmen hier. Kleine Teile. Und Eisenplatten nehme ich jetzt von woanders mit. Hatte ich euch da schon drüber aufgeklärt, dass das hier meine Anbieterhaltestelle ist für Eisenplatten? Weil wir hier halt so ganz, ganz viel Eisen schon produziert haben und das so langsam drohte überzulaufen. Beziehungsweise das Lagerhaus war schon voll. Das ist ein zweites Lagerhaus hinzugekommen und ja. Hierhin. Ich glaube, ich hatte es schon mal erwähnt. Nein. So. Dann kann ich noch ein paar Greifarme nachbauen. Ein paar Rohre. So. Hier in meinem Leiterplattenbahnhof habe ich gar nichts. Das liegt aber auch daran, dass ich... Hier habe ich auch nichts in der Kiste. Das liegt daran, dass ich die andere Kiste, die Begrenzung erweitert habe. Da können jetzt bis zu 2000 drin warten und jetzt haben wir 500 drin. Und es liegt mal wieder am Zink. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir müssen erst die Kompostierung fertigstellen. Und dann können wir gucken, was sonst so in der Basis nicht funktioniert. Jetzt habe ich Handgranaten dabei. Aber nicht mehr viele. Ich habe 200 mitgenommen. So, Bahnhofsbau beginnen. Ich nehme jetzt den, der auch Blut nehmen würde. Er nimmt jetzt auch Blut. Ich hoffe, der nimmt auch bald anderes. Gerade mal, ich werde mal die Blutzufuhr stoppen. Ach, oder wenn der jetzt natürlich noch Reste an Blut da drin behält, das ist blöd. Und das wird er tun.
kann ich den nicht für das andere Zeug nutzen. Dann muss ich doch noch zwei Komposter bauen. Aber komm, erstmal abwarten, bevor ich jetzt einfach spekuliere. Ich muss den hier auch mal wegmachen. Also 990. Dann nimmt immer 10er Schritte. Da würde er tatsächlich bis 0 runterlaufen. Okay, okay, okay. Trotzdem scheint es ja auch ganz normal nicht auszureichen. Wir brauchen ja noch mehr die Blutbecken. Hm? Also ich würde trotzdem nochmal 2 Komposter bauen. Nicht Komü. Leiter platzen. Den, so er macht Guts. Das ist gleich lang, ja. Und dann nimmt man nur einen, ja. Der würde noch mehr schlucken. Deshalb Biomasse ist so undankbar mit den 250 Kilojoule. Brennwert. Nun. Komm, ich nehme noch. Ich baue die anderen drei auch. Dann ist die Anlage da fertig. Dann kann ich besser sehen, ob das von den Bändern her reicht und so. Kiste. Einmal. Stahlbau gleich auch noch. Zweimal, dreimal. Okay.
Jetzt wird eventuell das eine Kraftwerk das nicht schaffen. Überlege, der braucht einen pro Produktionsvorgang und ich glaube, es sind 3 Sekunden, die er braucht, 5 Sekunden. Das ist das falsche Rezept. 21, 22, 23, eher 3 Sekunden als 5 Sekunden, würde ich sagen. Oder? Wenn er 3 Sekunden braucht, über 1, 2, 3, 4 Anlagen, das heißt 4 pro Sekunde, nee, dann bekommen wir etwas mehr als ein Material pro Sekunde hier überhaupt noch weg von unserer Abfallentsorgung. Das ist zu wenig. Das reicht so nicht. Insgesamt an Produktion von Biomasse passt es aber sehr gut. Es entsteht ein Band. Jetzt kriegt der auch weg, aber jetzt brauchen wir noch einen zweiten. Das werden wir natürlich nicht jetzt bauen, aber dazwischen ist auch schwierig. Also ich muss erstmal die setzen hier. So, eine Lücke. Ist falsch, oder? Ist richtig. So. Jetzt will ich. Da sind die Greifarme, da ist das reinlegende Band und hier ist das rauslegende Band. Ja, und dann muss das andere Kraftwerk da irgendwie rüber. Das ist nicht so schön. Ich könnte die beiden untersten weglassen. Und dann das Kraftwerk hier drüber setzen. Das ist, glaube ich, besser. Dann
ist das Band zwar nur noch zu 90%, also 10% weniger voll. Aber das schafft ja sowieso nicht das ganze Band hier mit den 10 Dingern. Erstmal so rum. Dahin, dann könnt ihr auch von unten greifen. Will auch von unten greifen. Ich glaube lieber nicht. So, dann muss das hier gedreht werden. Biomasse Powerplant kann ich bestimmt gar nicht bauen. Doch. Dauert ein bisschen. So. So, das muss zum Beispiel wieder Eisenplatten. Ja, warte, das ist hier schlecht. Die Energieversorgung muss gleich mal woanders hin.